Jawohl. Oh, springender Karpfen. Komm, wieder zurück. Fly Fishing Chronicles. Oh, oh, der ist natürlich gleich mal ein Gäst drin. Wunderbar, ey. Oh. Ich nehme an, das ist ein Wildkarpfen. So wie der abgeht. Ja, ja, das ist auf jeden Fall ein Schuppi. Ordentlich Dampf drauf, ey, das ist so krass. Ja, die Wassertemperatur ist jetzt 22 Grad. Perfekt für Karpfen. Gerade für uns Fliegenfischer. Da werden die Karpfen richtig aktiv und haben ordentlich Dampf drauf. Ja, man merkt auch, es wird gerade im Stausee Wasser reingelassen. Das Wasser bewegt sich, Strömung, und dann werden die Karpfen sofort aktiv. Und wieder das typische Rumbocken am Ende des Drills unterm Boot. Ja, das ist halt typisch, wenn man über tiefem Wasser angelt. Wir haben sie bestimmt 6 Meter tief. Da nutzen sie natürlich die Tiefe aus, ganz klar. Im Sack. Da ist er, schöner Schuppi, Wildkarpfen-Typus. Er hat einen schönen Kampf geliefert an der Achterroute. Die erste Flucht, legendär. Ja. Wundervoll. Wundervoll. Direkt hingeschwommen zur Fliege. Unmissverständlich genommen. Genial. Oh Mann. Und da geht gleich runter. Ach du Sch. Ja, wichtig ist, dass man Karpfen gleich von Anfang an hart ran nimmt. Sie quasi überrumpelt. Dann ist die Chance, dass man sie landet, doch wesentlich höher. Oh. Ja, das Freiwasser, das ist gut. Das ist gut. Weg von den Hindernissen. Und den anderen Karpfen. Schön die Butt-Section der Route benutzen, um Druck aufzubauen. Jetzt sieht man, die Butt-Section, mit der macht man Druck. Die Spitze, die bringt eigentlich nichts, trägt nichts bei zum Drill. Am Ende des Drills die Bremse ein bisschen aufmachen. Aber wenn sie so nah an der Oberfläche schon rumbocken, dann ist das schon ein gutes Zeichen. Ja, Route arbeiten lassen zum Schluss. Die ermüden sich dann ganz von alleine. Nichts überstürzen, wir sind Fliegenfischer. Das heißt, unsere Haken sind ein bisschen leichter als die von unseren Ansitzkollegen. Schnur ist dünner, Route fragiler. Also nehmt euch die Zeit, bleibt cool. Gerade wenn man neu dabei ist beim Fliegenfischen auf Karpfen, ist man doch sehr, natürlich berechtigterweise, nervös. Bin ich auch teilweise noch, wenn so richtig große Karpfen dran sind. Das ist dann einfach eine ganz andere Drillliga. Das kannst du gar nicht vergleichen jetzt mit einem Döbel oder einer 30er Bachforelle oder einer Satzregenbogenforelle. Immer eine gegengesetzte Richtung ziehen, dirigieren den Fisch. Natürlich den Drill jetzt nicht zu lange hinziehen. Also zu vorsichtig darf man jetzt auch nicht drillen. Aber es braucht dann doch schon seine Zeit. Jetzt pumpt man dich auch zur Oberfläche. Wenn das Maul aus dem Wasser rausguckt, ist schon mal ein sehr, sehr gutes Zeichen. Und er ist im Kescher. Immer auf die Rutenspitze aufpassen, dass er nicht bricht, ne? Ja, Leute, das ist er. Unglaublich schönes Tier. Einwandfrei. Jawohl, das ist Sommerangeln. Ich liebe es. Und er kann natürlich wieder schwimmen. Ach, der Geruch des Erfolges. Ja Leute, hallo nochmal hier bei mir auf dem Kanal. Läuft ja bisher ganz gut. Noch nicht mal eine Stunde geangelt und zwei Wildkarpfen gefangen. Gerade da jetzt, der letzte, der zweite, der war doch ordentlich. Läuft. Ja, und wie gesagt, Strömung hat sich aufgebaut, als Wasser reingelassen worden ist. Und sofort fangen die an zu fressen. Keine Ahnung, woran das liegt. Vielleicht werden dann auch die Krebse und die Köcherfliegen laufen aktiver durch die Strömung und das animiert dann wiederum die Karpfen zu fressen. Ist jetzt meine Interpretation. Ich versuche mal das auch irgendwie herzuleiten, warum das so ist. Ja, auf jeden Fall auffällig, dass, ich bin jetzt kein Karpfenexperte, dass jedes Jahr immer wieder dieselben Spots Fische produzieren. Also in der Wildtierökologie würde man sagen, es hat sich eine Tradition etabliert. Dieselben Fische halten sich wahrscheinlich immer an denselben Stellen auf. Warum sie jetzt quasi hinter mir an dieser Stelle sind, kann ich euch überhaupt nicht sagen. Keine Ahnung, das ist gar nicht irgendwie erklärbar. Da gibt es nicht irgendwie mehr Struktur oder eine Kante oder dergleichen. Ich weiß es nicht, vielleicht habt ihr da irgendwie mehr Ahnung wie ich. Dann schreibt es unten in die Kommentare rein und ich würde sagen, ich sehe schon die nächsten Karpfen. Wir machen erstmal weiter.
direkt vom Boot hier. Direkt vom Boot. Oh, komm, nimm, nimm. Oh, abgelehnt. Ja, jetzt wird gerade vorne am Stausee Wasser abgelassen. Und jetzt geht die Strömung genau in die andere Richtung wie vorhin. Man sieht das hier, glaube ich, ganz gut. Wenn ihr euch mal anschaut, die ganzen Gegenstände im Wasser. Und das hat zur Folge, dass die Karpfen sofort aus der Deckung rausgekommen sind, um zu fressen. Ich konnte jetzt leider noch keinen Haken, einen hatte ich kurz dran gehabt, der ist leider abgegangen. Aber so eine Strömung spielt auch im See echt eine wirklich wichtige Rolle. Ne? Gerade wenn ihr einen Stauseen fischt und die lassen Wasser rein, lassen Wasser ab. Das ist für Raubfischer, so wie für Friedfische, so ein Anknopf quasi. Dann kann man wetten, dass da Aktivität stattfindet. So, ist so ein bisschen wie Ebbe und Flut quasi im Meer. Ne? Ja. Macht es jetzt natürlich ein bisschen schwieriger, weil jetzt sehr viel auf der Wasseroberfläche drauf liegt, so an Blättern und Ästen und Zweigen. Aber die Karpfen sind auf jeden Fall aktiv. Oh, oh nein. Baum, Baum, Baum. Ich muss voll dagegen halten, sonst geht's ins Geäst. Seht vielleicht dort den Baum. Oh, Schnur klemmt natürlich mal wieder wunderbar, ey. Einwandfrei. Oh. Ja, interessant, dass hier an der Stelle vermehrt Spiegler stehen. Ich weiß auch nicht, irgendwie entweder Schuppis zusammen oder Spiegler unter sich. Aber so richtig vermischen scheinen die sich nicht, oder? Das ist doch kein Zufall. Boom. Kleiner Spiegler und kann auch gleich wieder baden gehen. Ja, auf jeden Fall interessant zu sehen, dass die Schuppenkarpfen immer zusammenstehen und die Spiegler immer zusammenstehen, also so separiert. Ich weiß nicht, was ihr für Erfahrungen habt. Aber das fällt auf, dass bestimmte Spots Spiegler halten, andere Spots wieder mehr Wildkarpfen oder Schuppenkarpfen. Und er hängt wundervoll. Ah, oh, meine Hand verbrannt. Oh. Oh, da habe ich einmal meine Handschuhe nicht an. Das ist aber jetzt ein Schuppi. Schnell die Kontrolle über den Fisch übernehmen, gegenhalten, nicht den Fehler machen, dass der Fisch gleich zu viel Schnur nimmt, wirklich überrumpeln. Und dann halten sich die Fluchten auch in Grenzen. Aber ich würde grundsätzlich einen Karpfen immer auf die Rolle nehmen. Schöner, schlanker Wildkarpfen. Schönes Training auf jeden Fall. Wenn es mal wieder gezielt auf richtig große Forellen geht, gibt Selbstvertrauen beim Drill. Oh, Baby. Ja, Leute, wir nähern uns der Mangrovenbucht, der sogenannten. Um ein bisschen Schutz zu suchen vom Wind. Der Wind macht es heute recht schwierig zu fischen auf Karpfen. Aber der Wind selber ist gar nicht so schlimm, sondern eher die Wellen. Denn die Wellen, die brechen das Licht. Egal, in welchen Winkel man schaut ins Wasser, trotz Polbrille, man kann einfach nicht tief ins Wasser schauen. Das spiegelt einfach zu sehr gerade. Deshalb hoffe ich jetzt hier hinter mir in der Bucht den einen oder anderen Karpfen zu fangen. Ist allerdings äußerst schwierig, denn wenig Raum zum Werfen. Die Bucht ist flach und verblockt mit Holz, mit Hindernissen. Und es gelingt mir nicht immer, hier einen Karpfen zu fangen. Es ist schon ein kleiner Glücksgriff. Ja, da hinten sehe ich schon die ersten Karpfen. Schöner Schuppi direkt hinter mir. Oh, das wird schwierig. Schwierige Präsentation. Perfekte Präsentation. Perfekt, perfekt, perfekt. Oh. Oh. Warum? Oh, ab. Oh. Die Mangrovenbucht hat wieder zugeschlagen, ey. Macht ihren Namen der unfangbaren Karpfen alle Ehre. Entweder gehen sie an den Flieger ran, machen sich los, weil sie ausschlitzen, oder setzen sich im Holz fest. Klassiker. Direkt unter der Rutenspitze. Und es ist einer dran, es ist einer dran, es ist einer dran. Shit, 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 shit. Oh,
ist er noch dran. Schnur verheddert. Oh Mann. Chaos, Alter, Chaos. Der ist gar nicht so groß, aber ist voll abgegangen. Anker sollte ich vielleicht auch mal festmachen. Alles voller Karpfen. Ich pack mein Leben nicht. Und ich suche die überall und finde sie nicht. Kleiner Spiegler. Oh. Zwei sind zur Fliege hin, haben sich erschrocken und... Oh. Naja, da ist der nächste. Hier sind jetzt so viele Karpfen unterwegs. Na, hier kommen schon wieder die nächsten Karpfen an. Oh, das ist ein schöner Spiegler. Netter Spiegler. Guck dir das an. Jawohl. Oh ja, der ist schon gut. Der ist schon etwas besser. Schnurmanagement. Schnurmanagement. Ja, der ist schon eine andere Liga. Das merke ich gleich. Versuchen trotzdem hart dran zu nehmen, aber... Oh, da geht zumindest ins Freiwasser raus. Das ist schon mal gut. Ich sehe schon das Backing. Ich versuche natürlich, dass er nicht ins Becken geht. Unfassbar, was heute hier abgeht mit den Karpfen. Der macht ordentlich Druck. Ich bin froh, dass er jetzt da draußen ist im Freiwasser. Langsam bekomme ich ihn wieder ran. Man muss gar nicht auf die Bahamas fahren, um anständige Drills zu bekommen. Einfach zur Fliegenroute greifen und auf Karpfen fischen. Was ist es denn? Ja, Wildkarpfen, dachte ich mir schon. Die Bremse ein bisschen auf jetzt. Jetzt geht es zum Nahkampf über. Das kennen wir ja schon. Der ist noch nicht reif. Schöner Torpedo. Schöner Wildkarpfen-Torpedo. Guckt euch die Schlanke vor, Mann. Da weiß man auch, warum die so kampfstark sind. Einwandfrei. Geil. Oh ja, er hängt. Oh ja, 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 ja. Oh ja, oh, wie die Schnur durchs Wasser schneidet, ist so geil. Randpumpen, seitlich Druck machen. Beim Ziehen auf jeden Fall die Hand von der Kurbel weg, damit es nicht blockiert und dann die Schnur reißt. Oh, kurz vorm Backgame, muss ich sagen. Ziehen, Hand weg von der Kurbel. Ein echter Kämpfer, ey, wirklich. Da ist er. Bäm. Oh. Dürfte wohl der größte sein von heute. Jawohl, geil. Ja, keine Ahnung. Stimmt 15 Pfund. Keine Ahnung. Schöner Wildkarpfen. Diese Torpedokörper, Wahnsinn. Bäm. Und kann er noch gleich wieder zurück? Ja, was für ein Fight. So ein großer Wildkarpfen ist doch auf jeden Fall schon was Schönes. Das merkt man sofort, dass es ein Wildkarpfen ist. Die geht einfach nur ab. Man merkt schon auch an der Kampfausdauer und so. Naja, ich möchte euch gerne mal zeigen, was für eine Fliege ich fische. Fliegenbinder unter euch, Puristen unter euch, bitte wegschauen, überspringt diesen Abschnitt, denn das, was ihr jetzt wahrscheinlich zu sehen bekommt, das hat nichts mit einer filigranen Trockenfliege fürs Forellenangeln zu tun. Aber sie fängt. Und in erster Linie bin ich natürlich Angler, will Fische fangen, also fische ich das, was natürlich Fische fängt. Und das ist einfach diese Fliege. Und die zeige ich euch jetzt mal im Detail. Okay, jetzt kommt sie, der Albtraum eines jeden Puristen. Das ist meine produktivste Karpfenfliege zurzeit. Ich nenne sie Cocktail. Ja, das Fliegenmuster Cocktail, weil es einfach ja was zusammengemixtes ist. Es hat so ein rotes Chenille dran, bisschen Schaumstoff. Schaumstoff wurde blockiert durch eine Gummi,
Perle, die ich draufgezogen habe. Hab auf dem Vorfach, wenn nötig, auch noch ein paar Splitshots. Also ein Splitshot eigentlich, ein größeres Splitshot, damit es schneller absinkt, wenn notwendig. Jetzt habe ich keins dran. Ja, das Ding fängt. Hat nichts mit einer Trockenfliege zu tun, ich habe euch gewarnt. Es ist wirklich eine Missgeburt einer Fliege, um ehrlich zu sein, aber sie fängt. Ja, ich habe euch gewarnt. Das war meine Gollum-Fliege. Kann natürlich bei euch an den Gewässern anders sein. Wenn ich einen Kiesgruben fische, dann benutze ich meistens auch andere Fliegen, natürlichere Fliegen im Erscheinungsbild und was die Farbe angeht. Da versuche ich mehr so Insektenlarven zu imitieren. Irgendwelche Käferlarven, Libellenlarven-Imitationen, das fängt dadurch deutlich besser. Aber auch da kann man mal solche grellen Fantasiefarbenfliegen benutzen. Denn Fische haben keine Hände wie wir, wenn sie was untersuchen wollen, ob das fressbar ist oder nicht. Und Karpfen sind durchaus sehr neugierige Fische. Dann müssen sie es ins Maul nehmen. Ne? Also probiert euch da einfach mal durch. Klaren Wasser würde ich mit natürlichen Mustern anfangen. Dann vielleicht später grelle Farben, solchen Gewässern wie hier, wo es gerade heute sehr trüb ist, muss ich grelle Farben nehmen, damit ich die Fliege abtrudeln sehe und auch den Biss wahrnehme. Ne? Okay, lange Rede, gar keinen Sinn, weiter geht's. Das kommt die anderen alle raus. Oh Mann, ey, das ist ein schöner Wildkarpfen dabei. Ja, die wollen es natürlich abchecken, was hier abgeht. Ne? Karpfen sind extrem intelligent, da bin ich mir absolut sicher. Absolut sicher, dass die miteinander irgendwie kommunizieren oder irgendwas. Ja, klassische Schuppenkarpfen sieht man gleich, viel hochrückiger als die normalen Wildkarpfen. Trotzdem sehr schöner Fisch. Ja, wie ihr jetzt sehen könnt, die Sonne ist weg. Der Himmel ist nicht mehr blau, sondern bewölkt. Das heißt, ich habe jetzt überall eine Schattenlinie. Vorteil für mich, ich kann die Karpfen besser spotten jetzt, weil die Karpfen jetzt nicht mehr in der Schattenlinie sind. Ich nicht auf der hellen Sonnenseite. Ist immer schwierig, die zu finden. Jetzt ist alles gleichmäßig belichtet. Jetzt sehe ich die besser und jetzt sehe ich auch erstmal, was da wieder für Karpfen unter den Bäumen stehen. Ich habe jetzt einen Fliegenwechsel gemacht, nachdem ich jetzt meine Cocktailfliege schon, keine Ahnung, ziemlich häufig präsentiert habe und leider ein paar Bisse versaut habe, auch von ein paar großen Karpfen. Habe ich jetzt auf diese gelbe Fliege gewechselt. Ich habe wieder vorne einen Splitshot dran. Das finde ich immer ganz praktisch, wenn die Fliegen unbeschwert sind. Das gibt mir nämlich die Möglichkeit, wenn die Karpfen sehr flach, also wirklich ganz knapp unter der Oberfläche stehen, unbeschwert zu fischen. Ja, dann sinkt die Fliege ganz langsam ab. Und ich kann dann aber halt vorne einen Splitshot dran machen und damit halt die Sinkgeschwindigkeit verändern. Das finde ich immer sehr praktisch. Und ja, mal schauen, ob die Fliege jetzt hier die Wende bringt. Was war denn das? Ich sag doch, die kommunizieren miteinander. Ein Schwanzschlag und tschuk. Ah, jawohl, er hängt. Und er will natürlich in den Baum rein, na Logo. Jawohl. Jawohl. Ja. Aua. Spiegler. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Boom. Emsack. Jawohl. Bilde ich mir das ein oder sind Spiegler schleimiger? Keine Ahnung. Kommt mir so vor. Ach du Scheiße. Oh ja. Also richtig hat das noch gar nicht geschnallt, oder? Was hier los ist. Oh. Tut sein Gewicht gut einsetzen. Schön hochpumpen. Alter, macht der sich schwer. Nicht gut für die Handgelenke. Was macht der? Da
steht einfach nur am Grund. Oh, Alter, was ist das? Der kämpft echt komisch. Na, meine Fresse, ey. Ich krieg den nicht bewegt. Das ist ja wie Big Game im Südwasser. Ich krieg den nicht gehalten. Ich krieg den nicht hoch. Der setzt nur sein Körpergewicht ein. Hab ich einen Biber gehakt oder was? Alter, der ist so schwer. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Was hab ich da gehakt? Ich krieg den nicht ran ans Boot. Boah, ey, nein, nicht unters Boot, Digga. Nicht unters Boot. Na, komm hoch. Oh. Alter, ey. Oh Mann, ey. Oh, ich hab den so schön rangepumpt. Und wieder von vorne. Hochpumpen. Okay, der ist gut, der ist richtig gut. Oh. Mann, nein, 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 nein. Oh. Gott, ist das ein ransiger Karpfen. Zombie-Karpfen. Kennt ihr das Gefühl, wenn der Drill zu lange dauert und ihr wollt den Fisch endlich in den Kescher haben? Genau das Gefühl habe ich gerade. Oh. Gott. Lange Geburt. Alter. Ey, das ist ein Vieh. Ja, da ist die Maschine. Oh, ich krieg ihn kaum gehalten. Alter, was für ein Fighter. Oh, hat sein Gewicht gut eingesetzt. Bam. Oh, geiles Gerät. Oh. Oh, wunderschön. Alter. Ja Leute, was soll ich sagen, das war einer dieser Überfights. Es war keine langen Fluchten, aber er hat sein Gewicht eingesetzt, es war unglaublich. Die 8er war, ja, ging noch, aber eine 9er, 10er, denke ich, wäre besser gewesen, glaube ich, für den Fisch. Aber ich habe ihn rausbekommen. Mein rechtes Handgelenk, das kann ich, glaube ich, morgen vergessen. Unglaublich, was die für eine Kraft haben und wie die ihr Gewicht irgendwie einsetzen können. Du hast richtig gemerkt, er hat einfach, hat sich absinken lassen und die Rute ging einfach runter mit dem Fisch. Also, kannst du nichts machen eigentlich, ne? Mal schauen, ob wir noch einen bekommen. Aber jetzt brauche ich erstmal eine Pause. Da hängt der nächste. Kleiner Portionskarpfen. Oh ja. Oh, der ist gut. Oh nein, 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 nicht wieder ins Geäst rein. Oh. Oh, das ist, glaube ich, schon wieder so ein großer. Ich muss mir unbedingt einen schwereren Anker holen. Oh, ausgestiegen. So, Mädels, es war Zeit für mich, die Arena zu verlassen. Es war kampfreich, ereignisreich. Erfolgreich. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Lasst ein Like da, Abo, sofern noch nicht geschehen. Und ja, geht raus, angeln, fangt was Großes.